Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Peter Beer, Autor mehrerer Fachbücher, Psychologe und Gründer der Achtsamkeitsakademie. Und ich wurde von einem Freund, und zwar von Tim Harmer, gefragt, ob ich bei seiner Blogparade zum Thema Selbstwert mitmache. Und dem habe ich natürlich sehr, sehr gerne zugesagt, weil dieses Thema des Selbstwertes so unglaublich wichtig ist. Und ich möchte dir heute in diesem Video zeigen, wie diese Disbalance im Selbstwert bei dir entstanden ist und was du ganz konkret tun kannst, um dich wertvoller zu fühlen. Okay, zu Beginn darf ich dich einmal gratulieren. Also gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du bist dir schon viel wert, du dir selbst. Und zwar darum, dass du dieses Video eingeschalten hast. Schau, das dürfen wir verstehen, wenn du dir schon so viel wert bist, an dir zu arbeiten, das bedeutet schon, du liebst dich schon selbst, du hast schon einen gewissen Selbstwert, dass du dir es wert bist, diesen Weg zu gehen. Und das ist diese tolle Energie, die wir brauchen, um uns dort zu entwickeln. Naja, die schlechte Nachricht ist, du bist vielleicht noch nicht dort, wo du hin möchtest, aber du hast ja jetzt schon angefangen, diese Schritte zu gehen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Lass uns ganz von vorne beginnen. Wie ist dieses Thema dieses Selbstwertes entstanden? Beziehungsweise, ich möchte es erstmal ganz kurz im Alltag dir erklären, woran du es merkst, dass du vielleicht dieses Selbstwert- oder Selbstwertgefühlsprobleme hast. Und zwar merken das viele Menschen daran, dass sie beispielsweise im Beruf etwas sagen wollen, es aber nicht sagen, um die Harmonie zu wahren. Oder du sitzt mit Freunden an einem Tisch und eine andere Person spricht und du hast eigentlich eine komplett andere Meinung, aber du setzt die Wertigkeit seiner Aussage höher wie deine und sagst dann lieber nichts. Oder du bist jemand von diesen guten Menschen, die für alle etwas tun, aber dadurch leider nicht auf ihre eigene Gesundheit, auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Wünsche und Nöte achten, weil sie immer sagen, ja, die Kinder sind gerade wichtiger, der Partner ist gerade wichtiger, der Arbeitgeber ist gerade wichtiger, die Familie ist gerade wichtiger. Und wir setzen uns immer kontinuierlich darunter und das Problem, was dabei entsteht, ist, ja, dass wir unsere Bedürfnisse nicht achten, dass wir oft über unsere Grenzen gehen und es dann teilweise ungesund wird. Und ich erlebe viele Menschen in meiner Akademie, die dann einfach ausbrennen, die nicht mehr können, denen es nicht mehr gut geht, weil sie das zu lange betrieben haben. Und lass uns dazu kommen, woher es kommt. Und die Selbstwertproblem oder das mangelnde Selbstwertgefühl entsteht zu 99,9% in den Prägungsjahren unserer Kindheit. Und das ist von zwischen 0 und 6 bzw. 7 Jahren. Und in diesen Prägungsjahren als kleines Kind hast du irgendeinmal kennengelernt, dass du vielleicht nicht so viel wert bist. Das kann ganz subtil sein, in einer geschwisterlichen Beziehung, dass vielleicht dein Bruder, deine Schwester irgendwie ein Stück besser behandelt wurde. Und du das immer wahrgenommen hast und dann irgendwie angefangen hast zu merken, ich bin irgendwie nicht so viel wert wie der andere. Oder du hast vielleicht wirklich durch die direkte Einwirkung deiner Bezugspersonen gemerkt, hey, du bist eigentlich nichts wert. Du bist nicht gewollt. Oder du hast vielleicht als Kind nicht diese emotionale Wärme, diese Innigkeit, diese Liebe erfahren, die Kinder einfach für eine gesunde Entwicklung, für eine stabile Persönlichkeit brauchen. Und aus diesen vielen verschiedenen Verletzungen, die können ganz unterschiedlich sein und meistens wissen wir die gar nicht mehr, weil die ja in diesen Prägungsjahren entstanden sind, wo unser bewusster Verstand noch nicht diese Ausbildung hat und alles unbewusst abgelaufen ist. Und aus diesen Prägungsjahren hast du dann Strategien entwickelt, um dies zu kompensieren. Eine Strategie ist zum Beispiel das, was ich gerade eben gesagt habe. Du setzt deinen Wert immer unter den anderen und du sagst nichts. Du versuchst immer die Harmonie zu bewahren. Du versuchst immer allen es recht zu machen, aber bleibst dadurch auf der Strecke. Und jetzt wird es spannend. Denn die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, das sind meistens die Menschen, die dann sagen, okay, ich darf was an meinem Selbstwert machen. Aber es gibt auch noch eine andere Gruppe, die an massiven Selbstwertproblemen leiden. Denn diese haben die gleichen Verletzungen als Kind
gelitten oder erfahren und haben aber dann andere Kompensationsstrategien entwickelt. Beispielsweise kann das der erfolgreiche Manager sein, der immer wütend wird und ausbricht. Weil der hat in seiner Kindheit gelernt, okay, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit, wenn ich nicht die Anerkennung, wenn ich nicht die emotionale Wärme meiner Eltern bekomme, dann werde ich wütend. Dann werde ich aggressiv. Oder es kann sein, dass man einen gewissen Perfektionismus entwickelt hat. Man sagt, ich versuche immer alles recht zu machen, immer alles perfekt zu machen, damit ich endlich das bekomme, damit ich endlich wertvoll bin. Oder es gibt Ausprägungen in diesem Schönheitswahn, dass ich versuche, irgendwelchen Idealen nachzujagen. Und es gibt unzählige Kompensationsstrategien, die wir einfach als Kinder entwickelt haben, um das zu bekommen, was wir so sehnlichst gebraucht haben. Und das ist diese emotionale Wärme, das ist diese Liebe, das ist diese Anerkennung, das ist diese Zugehörigkeit. Und warum ist es wichtig, das zu verstehen? Weil wenn du jetzt in deinen Alltag blickst, also wirklich jetzt, und die Probleme betrachtest, die du jetzt hast, dann ist ja, die Probleme sind zu 99,5%, außer du hast irgendwann mal dramatische, einschneidende Erlebnisse in deiner Jugend, in deinem Erwachsenenalter erlebt. Kann es auch geben, ist aber tatsächlich seltener. Das heißt, die Probleme, die du jetzt hast in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in deinem beruflichen Erfolg, in deiner persönlichen Entfaltung und so weiter, sind zurückzuführen auf diese Disbalancen. Und wenn wir diese erkennen, wenn wir sagen, okay, hey, die Probleme, die Verhaltensweisen, die Emotionen, Probleme, Verhaltensweisen und Emotionen, die ich in meinem Leben, in meinem Alltag spüre und wahrnehme, entstanden dort. Und wir müssen jetzt keine Psychoanalyse betreiben und wir müssen jetzt nicht irgendwie in die Vergangenheit zurückreisen. Nein, der Ansatz der Achtsamkeit heilt dort, hilft dort. Das heißt, diese Probleme, die du jetzt in deinem Alltag wahrnimmst, das, was du in deinem Leben spürst, für dich anzunehmen. Sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und es ist okay. Und wenn du mal wieder in gewisse Verhaltensweisen hineinfällst, dass du dich laut wirst, dass du wütend wirst, dass du etwas nicht sagst, obwohl du etwas sagen möchtest, dann darfst du erkennen in diesem Atemzug, dass das eigentlich deine kindlichen Verhaltensmuster sind. Aber dass du jetzt eine erwachsene Person bist, und indem du dieses Bewusstsein entwickelst, diese achtsame und präsente Haltung, kannst du anfangen, dein Gehirn neu zu strukturieren. Du kannst anfangen zu sagen, nein, okay, ich habe jetzt einmal den Mut und mache meinen Mund auf. Und das dürfen wir dann trainieren, weil schau, du hast dein ganzes Leben lang von der Kindheit diese anderen Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster trainiert. Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster trainiert. Diese haben dein jetziges Leben erzeugt, in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in deinem Glücks- und Wohlbefinden, in deinem beruflichen Erfolg, in allen anderen Bereichen. So, um etwas zu verändern, darfst du etwas zu verändern. Und es beginnt damit anzuerkennen, dass deine Vergangenheit so war, wie sie war. Es ist okay. Dein jetziges Verhalten, deine jetzigen Gefühle und deine jetzigen Gedankenmuster zu erkennen, hey, das ist mein inneres kleines Kind. Und es ist okay. Und ich würde dir gerne sogar eine kleine Meditation zur Verfügung stellen. Die habe ich super günstig aufgenommen, damit sie wirklich jeder diese erste Arbeit an dem inneren Kind macht. Ich denke, Tim verlinkt sie auch super gerne hier. Ich werde sie auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Also hier unten in der Box, wo man dann auch auf dieser Ebene Heilung betreibt. Also zum einen ist Heilung der Vergangenheit wichtig. Und dann zu sagen, ich entscheide mich neu. Und das kannst du ganz konkret tun. Wenn du dich in solchen Situationen wiederfindest, wie ich am Anfang erklärt habe, im Gespräch mit dem Chef, im Gespräch mit Freunden oder wo du wieder schlecht mit dir umgehst oder wo du wieder zu viel tust, obwohl es dir eigentlich nicht gut tut oder die ganzen anderen Kompensationsstrategien. Wenn du dich dabei erwischt, sag, okay, ich erkenne das an. Ich betreibe vielleicht, wenn ich mal wieder ruhige Zeiten habe, Heilung für mein inneres Kind. Aber ich entscheide mich jetzt, etwas zu sagen. Ich entscheide mich jetzt, Grenzen zu setzen. Ich entscheide mich, etwas anders zu tun. Denn wenn wir anfangen, etwas Neues zu denken, etwas Neues zu tun,
neue Emotionen in unserem Leben kultivieren, dann verändern wir unser Leben. Dann kreieren wir das Leben, auf das wir Bock haben. Und da kommt diese Achtsamkeit ins Spiel. Denn je bewusster wir uns werden, je wacher und präsenter wir sind, desto mehr erkennen wir diese Mechanismen. Und desto leichter können wir dort Veränderung erzeugen. Dass du zu einem Punkt kommst in deinem Leben, wo du dir dein Leben bewusst kreierst, so wie du es leben möchtest. Das ist das, was ich meinen Menschen in meiner Achtsamkeitsakademie beibringe. Das ist das, was ich den Menschen zeige in meinen inneren Kindkursen. Gern der Einstieg über die Meditation, die ich hier unter dem Video verlinkt habe. Das betreibt Heilung und im nächsten Atemzug darfst du anfangen, etwas Neues zu tun. Und dann fängst du an, diese Vergangenheit zurückzulassen. Und du beginnst, dein Leben zu kreieren. Wir sind Kreaturen und wir kreieren. Du beginnst, dein Leben bewusst zu erschaffen. Dass wir mit einem Lächeln aus dem Bett aufwachen. Dass wir unseren eigenen Bedürfnissen Raum geben und tolle Beziehungen in unserem Leben entwickeln. Dass wir den beruflichen Erfolg haben, den wir verdienen. Dass wir den finanziellen Erfolg haben, den wir uns wünschen. Dass wir das Wohlbefinden und die Freude im Alltag fühlen, die du gern fühlen möchtest. Und auf diese Reise lade ich dich von ganzem Herzen ein. Schau vorbei, schau auf meinen YouTube-Kanal vorbei, hol dir die geführte Meditation. Ich finde es wundervoll, dass du bis hierher geschaut hast und wünsche dir einen wundervollen Tag. Genieß die Zeit. Dein Peter Behr.